alles, was mit Fasten zu tun hat. Es ist eigentlich wie ein Knoten, kann man sagen. Fasten gibt es jetzt nicht nur jetzt in Beinen oder Füßen, es gibt den ganzen Körper. Und wenn sie einfach hart werden, wenn ein Muskel zum Beispiel nicht in Bewegung kommt, gibt es eben diese Verhärtung. Also, und da verhält sich einfach der Körper komisch. Also das wird vorenthalten, wie so man sagt, einfach mal der Muskel, Materie wird nicht genutzt und nicht bewegt. Und dann passiert einfach mal sowas. Es hat mit Energien wenig zu tun, sondern eher mit Körper, mit Bewegung. Man kann natürlich auch zum Beispiel bei Füßen solche Faszien finden. Sogar auf der Fußsohle gibt es welche, wobei man denkt, okay, ich laufe und ich bewege mich. Trotzdem passiert sowas. Es hat sogar einen Namen mit diesen Faszienverhärtungen. Also, und es gibt auch keine Abhilfe, die kommen und gehen, diese Faszien. Und das ist Morbus, also Krankheit, wird Morbus genannt, sehr oft Lederhose. Aber mit Lederhose aus Bayern hat es nichts zu tun, sondern es ist tatsächlich so, dass der Wissenschaftler so hieß. Deswegen heißt es auch Morbus Lederhose. Also einfach mal auf den Füßen diese Faszien Abbildungen bzw. diese Knötchen zu finden. Ansonsten, was immer wichtig ist, man kann energetisch alles mit dabei mitbehandeln. Das heißt, Schaden tut man nicht, aber energetisch kann man das ergänzen und eigentlich bei jeder Krankheit kann man energetisch mithelfen. So, in nächster Linie, es können tatsächlich viele verschiedene Ursachen sein für solche Geschichten, also nicht nur Bewegung alleine, aber wie gesagt, es kann auch seelische Sache zum Beispiel zurückliegen. Irgendwelche Stress erlebt, da zuckt man schon, man sagt auch nicht umsonst, ich zucke, wenn ich Stress habe. Zucken heißt, der Körper, die Muskulatur, die zieht sich zusammen und zack, hast du einfach mal wie gelähmt, einfach mal da, diese Verhärtung im Körper und so bilden sich eigentlich Faszien. Also wenn es an den Füßen vorliegt, es kann auch sogar karmisch bedingt werden. Man muss trotzdem auf den Körper gehen und versuchen, sich zu entspannen. Meditation ist größte Abhilfe überhaupt. Das ist das eine. Dann natürlich Fußbäder würden auch sehr gut passen, eben für die Füße, wenn man zum Beispiel einen Esslöffel Senfpulver in die Badewanne bzw. in ein Gefäß reingibt. Also Badewanne ist natürlich für den ganzen Körper, da braucht man sehr viel Senf. Gibt es nämlich auch solche Bäder, aber im Grunde genommen kann man das auch für die Füße nur machen, so Fußbad. Hat vielleicht mal 5 Liter Wasser und ein Esslöffel Senfpulver, was man übrigens in russischen Laden in bester Qualität bekommt. Und 10 Minuten, 15 Minuten Länge hält man so und so nicht aus. Also macht man das Ganze einfach mal drin halten. Also das heißt, die Füße bleiben drin. Es wird ein bisschen wärmer auch, weil dieser Senf, also die Stoffe, die wärmen auch, weil die machen auch Durchblutung ganz steigern. Aber wichtig ist, sogar die Pilze sterben ab an den Fußnägeln. Aber Faszien, beziehungsweise diese verhärtete Muskulatur, die wird wieder mal ziemlich beweglich. Also so vergehen diese Verhärtungen. Aber das ist im Grunde genommen nur noch ein kleiner Tipp von mir.